kommen Sie. Kommen Sie herein, mein lieber Danglars. Eben wollte ich mein Büro verlassen, um die Pharao im Hafen begrüßen zu können. Es wäre eine traurige Begrüßung geworden, Herr Morel. Traurig? Wieso traurig? Stimmt etwas nicht mit der Ladung? Gab es Ärger mit der Mannschaft? Nein, nein, alles stimmt. Sie werden einen Gewinn von vielleicht 25.000 Franc haben. Sie dürfen mir nicht verübeln, dass ich sogleich um meine Geschäfte fürchte. Aber ich bin zuerst Kaufmann, das müssen Sie verstehen. Nun sagen Sie mir, welchen Ärger hat es gegeben? Welchen Ärger? Nun ja, es ist schlimmer. Wir haben Kapitän Leclerc verloren. Leclerc ist tot. Er ist an den Folgen einer Gehirnentzündung gestorben. Das ist schrecklich, Danglars. Wir schreiben das Jahr 1815, sind stolz auf unsere Wissenschaften, Fortschritte überall, und dennoch haben wir kein Mittel gegen diese heimtückische Krankheit. Der arme Leclerc. Ein hervorragender Kapitän. Fast unersetzlich. Ich nehme doch an, dass der erste Offizier des Schiffes... Edmond Dant war in seiner letzten Stunde bei ihm. Er hat das Kommando übernommen, obwohl auch ich... Dant ist ein ausgezeichneter Mann, vollkommen zuverlässig. Meinen Sie nicht auch? Nun ja, Kapitän Leclerc jedenfalls konnte sich auf ihn verlassen. Ich werde Dant zum Kapitän der Pharao machen. Hören Sie? Ach, da ist er schon. Kommen Sie herein, Dant. Guten Tag, Herr Morel. Bitte entschuldigen Sie meine Verspätung. Entschuldigen Sie sich nicht, mein Freund. Der Rechnungsführer Danglars hat mir alles berichtet. So schrecklich es ist, Leclerc verloren zu haben, so glücklich bin ich, in Ihnen einen Mann gefunden zu haben, dem ich die Pharao künftig anvertrauen kann. Herr Morel, Sie meinen... Sie sind mein neuer Kapitän, Edmond. Das ist ein großes Glück für mich. Wollen wir hoffen, dass es für uns beide ein Glück ist. Ich habe großes Vertrauen in Ihre Fähigkeiten, trotz Ihrer Jugend. Aber nun gehen Sie zu Ihrem Vater. Er erwartet Sie sicher voller Ungeduld. Morgen besprechen wir alle Einzelheiten. Ich danke Ihnen, Herr Morel. Ich danke Ihnen von Herzen. Auch im Namen meines Vaters. Auf morgen, Dant. Leben Sie wohl. Und nun zu Ihnen, Danglars. Haben Sie die Unterlagen über die Ladung bei sich? Warum kannst du mich nicht lieben? Warum? Ich liebe Edmond. Und ich warte auf ihn, Fernand. Warten. Ein Leben lang warten. Und ohne Hoffnung. Willst du das? Ohne Hoffnung? Er ist in Marseille. Cadrousse hat ihn gesehen. Cadrousse? Ein Trinker und Schwätzer. Warum ist er denn nicht hier, dann Edmond? Sieh dich um, Fernand. Da kommen sie, Edmond und Cadrousse. Heute kommt er, morgen geht er. Frei wie ein Vogel. Ach, ich hasse ihn, dein Edmond. Hallo, hallo, ihr beiden Turteltauben. Edmond ist wieder im Lande. Ja, ich habe ihn gleich mitgebracht. Edmond! Endlich! Du siehst traurig aus, mein Liebes. Freust du dich nicht? Freuen? Wie sollte sie sich freuen, wenn jedes Wiedersehen auch ein Abschied ist? Komm, Fernand, du störst hier. Gehen wir einen trinken. Wir sehen uns später, hoffe ich. Edmond, mein Lieber, ich hab dich so vermisst. Ich hab so lange auf dich gewartet. Du warst schrecklich lange fort. Viel zu lange. Aber es war nicht meine Schuld. Unser Kapitän hatte mir einen Auftrag gegeben, bevor er starb und... Bevor er starb? Kapitän Leclerc ist gestorben. Mercedes, verzeih mir, ich komme endlich zu dir zurück und wovon spreche ich zuerst? Von einem Unglück. Du musst dich nicht entschuldigen, Edmond. Es ist gut, wenn ich weiß, was dich bedrückt. Ja, es bedrückt mich. Denn seinem Tod habe ich mein Glück zu danken. Ich bin nun Kapitän. Kapitän? Kapitän der Pharao? Edmond, ich bin so froh für dich. Für uns beide sollst du froh sein. Mercedes. Ja? Willst du mich heiraten? Ja, Edmond, das will ich. Und du weißt es, aber... Kein Aber. Es gibt kein Aber, nicht wahr? Ich kann warten, das musst du wissen. Ich habe keine Eile. Nein? Du hast keine Eile? Und ich habe gehofft... Mercedes, ich weiß, dass dein Vetter Fernand dich liebt. Liebst du ihn auch? Ist das der Grund? Das darfst du nicht denken, bitte. Wenn du dir ganz sicher bist, mein Lieber, dann... Dann warten wir nicht einen Augenblick, dann heiraten wir schon morgen. Das meinst du doch nicht, wahr? Morgen? Wir heiraten morgen? Ja, morgen. Und da kommen doch schon die ersten Gäste. Fernand, Cadrousse, Danglars, ihr seid die Ersten, die es erfahren. Morgen werden wir heiraten. Ihr werdet morgen? Heiraten, ja, das werden wir. Und ihr seid natürlich von Herzen eingeladen. Komm, Liebling,
Ich habe meinem Vater versprochen, dich zu ihm zu bringen. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und hoffentlich gibt's was Anständiges zu trinken. Du denkst immer nur ans Saufen, Kaderus. Na und? Wenn schon, du alter Zahlenfuchser. Und was bist du? Ein ewig besoffener Schneider. Ja, immer noch besser als ein kriechender Speichellecker wie du einer bist, der in nichts... Kapitän hättest du werden müssen. Nachfolger von Leclerc. Und was bist du? Fußabtreter für Edmond Dant. Das bist du. Halt's Maul, sag ich dir. Wer heiratet denn dein Liebchen? Na wer? Edmond Dant. Und du bist angeschmiert. Blöde Kerle hier beschmeißen sich mit Dreck, statt was zu unternehmen. Unternehmen, unternehmen. Was denn, du Schnapsleiche? Sag das nur einmal, du elender Schlappschwanz. Fernand, lass Caderousse in Ruhe. Er hat ganz recht. Dan muss verschwinden. Und zwar schnell. Verschwinden, jawohl. Aber wie denn? Hier, das Papier. Nimm die Feder in die linke Hand und schreib. Na los, du sollst schreiben. Also, an den Herrn Staatsanwalt, seiner Majestät Ludwig dem 18. Ich zeige an, dass Edmond Dant seine Reise als Kapitän der Pharao unterbrochen hat, um einen Brief des verstorbenen Kapitän Leclerc an den Verbannten Napoleon Bonaparte zu überbringen. Punkt. Dant hat ein Antwortschreiben von der Insel Elba an Bord der Pharao gebracht. Punkt. Er hat seine Majestät Ludwig den 18. verraten und sich als Bonapartist zu erkennen gegeben. Punkt. Unterschrift: ein treu ergebener Royalist. Fertig. Gib den Brief her, Fernand. Was soll das, Danglars? Was soll dieser Brief? Was ist denn los? Was macht ihr denn da, hä? Prost, Caderousse. Hier, nimm. Die Flasche ist noch halb voll. Danglars, gib mir den Brief zurück. Unsinn. Es war doch nur ein Scherz, ist doch klar. Ich schmeiß ihn später weg. Sonst findet ihn hier noch jemand. Eine Teufelei ist das. Wenn der Staatsanwalt den Brief bekommt, dann verschwindet Edmond im Gefängnis. Oder im Kerker. Und zwar für immer. Als Staatsverräter jawohl. Aber mach dir keine Sorgen, Fernand. Er wird schon nicht. Na, ihr beiden, seid ihr fertig mit dem Komplott? Ich will jetzt nach Hause. Ich will nach Hause, da gibt's noch jede Menge Schnaps. Denn ohne Ihre Freundlichkeit, Herr Morell, ohne Ihre Freundlichkeit gäbe es heute für uns keine Hochzeit. Mercedes und ich, wir danken Ihnen. Wir danken Ihnen von Herzen, Herr Morell. Nun ja, noch ist es ja nicht so weit. Und dann... ein klein wenig Eigennutz ist natürlich auch dabei. Denn sehen Sie, Edmond, wie viel schneller werden Sie von Ihren Reisen nach Marseille zurückkehren, wenn hier Ihr Glück auf Sie wartet, nicht wahr? Aber nun lassen Sie Ihre Gäste nicht länger warten. Gehen wir hinein zu den anderen. Dant! Dant! Ach, hier sind Sie. Sie werden drinnen erwartet. Danke, Danglars. Herr Morell meinte auch gerade, unsere Gäste würden schon ungeduldig werden. Die Gäste natürlich auch, aber... ein Vertreter der Staatsanwaltschaft erwartet Sie. Er sagte, Sie seien verhaftet. Und es gibt hier nur meine Anordnung, sonst nichts. Haben Sie verstanden, Bazin? Schon gut. Von wem ist dieser Brief? Von Herrn Noirtier. Noirtier? Das ist ausgeschlossen. Ich kenne keinen Noirtier. Geben Sie her, schnell. Und schicken Sie den Herrn... Dant. Schicken Sie Herrn Dant herein. Sehr wohl. Da du mich nicht empfangen willst, da du deinen eigenen Vater schändlich verleugnest, schreibe ich dir nun aus Paris. Herr Edmond Dant. Treten Sie näher. Nehmen Sie Platz. Danke. Herr Dant, Ihr Fall ist nicht aussichtslos, wenn Sie der Staatsanwaltschaft durch völlige Offenheit bei der Aufklärung der Angelegenheit helfen. Also, sprechen Sie. Herr Staatsanwalt, ich bin schuldlos. Ein Irrtum. Sicher liegt ein Irrtum vor. Nicht sehr originell, mein lieber Dant. Aber immerhin, ich bin bereit, Ihnen den Irrtum zu glauben. Erklären Sie mir nur dazu Folgendes. Hat Ihnen Kapitän Leclerc an Bord der Pharao einen Brief an Napoleon Bonaparte gegeben? Jawohl, einen verschlossenen Brief. Haben Sie diesen Brief an Bonaparte weitergegeben? Jawohl, das habe ich.
Haben Sie von Bonaparte ebenfalls einen Brief erhalten? Ja, er gab mir ein versiegeltes Schreiben. Napoleon Bonaparte befindet sich in der Verbannung. Ludwig der 18. ist König von Frankreich. Es gibt Bestrebungen, den König zu stürzen und Napoleon wieder auf den Thron und an die Macht zu bringen. Wissen Sie davon? Politik interessiert mich wenig, verstehen Sie? Es fällt mir schwer. Schließlich haben Sie Briefe befördert, welche zur geplanten Befreiung Napoleons beitragen sollten. Woher wissen Sie das? Es lässt sich denken. Kennen Sie die Strafe für Hochverrat? Kerker, nehme ich an. Lebenslänglich. Jawohl. Der Inhalt der Briefe ist mir vollkommen unbekannt. Man hatte mich nur beauftragt, dieses Schreiben hier einem Herrn Noirtier, Rue Coq-Héron 13 in Paris zu bringen. Herr Noirtier? Und Sie haben diesen Brief noch? Hier, nehmen Sie bitte. Verschlossen, wie ich ihn bekommen habe. Verschlossen, zum Glück. Ich meine, zu Ihrem Glück, mein Freund. Sie scheinen also tatsächlich ahnungslos zu sein, und ich glaube Ihnen. Dennoch, bis zur vollständigen Klärung der leidigen Angelegenheit muss ich Sie wie einen Gefangenen behandeln. Wenn Sie versprechen, den Namen Noirtier zu vergessen, ihn niemals wieder zu nennen, dann werde ich Ihnen helfen können. Herr Staatsanwalt, ich danke Ihnen. Danken Sie mir nicht zu früh, es wird eine Zeit lang dauern. Aber wie gesagt, ich werde Ihre Unschuld beweisen. Nur versprechen Sie den Namen Noirtier. Ich habe diesen Namen niemals gehört. Ich kenne ihn nicht. Sehr gut. Das ist sehr gut. Und wird zu Ihrem Besten sein. Man wird Sie an einen sicheren Ort bringen. Fragen Sie nichts. Seien Sie zuversichtlich. Ich werde Ihnen helfen. Das verspreche ich Ihnen. Sie haben geläutet. Gehen Sie, Herr Dant. Man erwartet Sie. Danke. Ich danke Ihnen, Herr Staatsanwalt. Bassin, dieser Mann ist ein Bonapartist, ein Staatsfeind. Veranlassen Sie, dass er zum Castel Yves gebracht wird. Ich will nichts essen. Ich will mit dem Gouverneur sprechen. Das wollen alle. Aber ich bin unschuldig, verstehen Sie? Ja, ja, natürlich. Glauben Sie mir doch. Jedes Wort. Dann helfen Sie mir, bitte. Was ist jetzt mit dem Essen? Wollen Sie mir helfen? Soll ich's wieder mitnehmen? Wie lange bin ich schon hier? 2 Monate. Ich geh dann mal. Warten Sie doch. Nur einen Moment. Gespräche sind verboten. Was war das? Ein Irrer. Will sich freikaufen. Und? Kann er das? Niemand kann. Wer einmal hier drin ist, der bleibt auch hier drin. Sie haben kein Herz. Na dann, bis morgen. Nein, ich halte das für ausgeschlossen. Für völlig ausgeschlossen, Herr Staatsanwalt. Edmond Dant muss das Opfer eines Justizirrtums geworden sein, eines Komplotts vielleicht. Ich bin meiner Sache ganz sicher. Sagen Sie mir, was ich tun kann, um seine Unschuld zu beweisen. Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich muss vor allem der Gerechtigkeit dienen, Herr Morel. Das werden Sie verstehen. Immerhin können wir ein Gnadengesuch einreichen und, wenn Sie wollen, werde ich es für Sie aufsetzen. Ein Gnadengesuch? Von Ihnen verfasst und befürwortet. Herr von Villefort, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr. Bazin, schreiben Sie. Marseille am 16. Oktober 1817. Gnadengesuch für Edmond Dant, welcher seit dem Jahre 1815 als rechtmäßig verurteilt im Castel Yves. Denn wenn ich noch Hoffnung haben könnte, Fernand, wenn es auch nur den geringsten Hoffnungsschimmer für mich gäbe, dass Edmond zurückkehren könnte, ich würde auf ihn warten. Ich liebe ihn noch immer. Edmond kommt nicht zurück. Und du weißt es.
Seit 4 Jahren kein Lebenszeichen. Alle Gnadengesuche sind ohne Antwort geblieben. Selbst sein Vater hat alle Hoffnung aufgegeben. Heirate mich, Mercedes. Wir gehen fort von hier. Wir gehen nach Paris. Und eines Tages wirst du Edmond vergessen haben. Und darum sollst du nun endlich vergessen, was damals passiert ist, Caderousse. Es ist fast 9 Jahre her. Alles Mögliche ist geschehen inzwischen. Alles ist im Fluss, in der Politik und auch sonst. Nur du. Du bleibst, was du immer warst. Ein eigensinniger und immer betrunkener Dummkopf. Ich lache, klar. Ach was, Unsinn. Selbst Mercedes hat Edmond vergessen. Und ist glücklich mit Fernand und ihrem Sohn. Ja, mein Sohn, tatsächlich? Und dann, Caderousse. Ist es nicht möglich, dass Edmond Dank tatsächlich ein Hochverräter war? Das ist eine dreckige Lüge, das weißt du. Aber auch du hast dich nicht geändert in all den Jahren. Hinterhältig bist du, hinterhältig und verlogen. Was du von mir denkst, das ist mir gleich. Nur eins merke dir. Solltest du mir jemals Schwierigkeiten machen wegen dieser alten Geschichte mit Dank, dann wird es dir leid tun, das verspreche ich dir. Denn es ist eine alte Geschichte. Die Geschichte ist so lange her, 14 Jahre genau, dass sie die meisten, die damals dabei waren, längst vergessen haben, mein lieber Maximilian. Von Edmond Dant habe ich seitdem nie etwas gehört. Sein Vater ist vor Kummer gestorben, Mercedes hat ihren Vetter Fernand geheiratet und beide leben wohl in Paris. Damals war ich ein erfolgreicher Kaufmann, Maximilian. Und heute verfolgt mich das Unglück. Du weißt es. Das geht vorüber, Vater. Du wirst eines Tages wieder eine Pharao haben und alles wird sein wie früher, glaub es mir. Du bist ein guter Sohn, Maximilian. Das tröstet mich über vieles. Sag mir doch, Vater, glaubst du, dass dieser Edmond Dant noch am Leben ist? Noch am Leben? Nach 14 Jahren? Wie sollte er? Nein, Maximilian, ich habe alle Hoffnung aufgegeben. Edmond Dant ist tot. Essen! Hey, Dant! Das Essen! Danke. Du drehst schon langsam durch, was? Durchdrehen? Was soll das heißen? Wäre ja kein Wunder. Wer hier 14 Jahre drin ist, der darf auch schon mal verrückt spielen. Ich verstehe nicht. Auch egal. Jedenfalls hältst du Selbstgespräche, redest mit dir selber. So fängt das immer an, ja. Du hast gar nicht bemerkt. Ich meine, dass ich mit mir selbst spreche. Oder mit den Ratten, was weiß ich. Hast dich tapfer gehalten, Dant. Aber 14 Jahre bis morgen da. Abbé. Abbé Faria. Kommen Sie heraus, er ist fort. Psst. Leise. Wir müssen noch vorsichtiger sein, Edmond. Jedenfalls am Abend, wenn er dir das Essen bringt. Warum bekommen Sie Ihr Essen eigentlich nicht auch am Abend, sondern in der Früh? Eine Ausnahme. Habe darum gebeten. Als ich damit anfing, von meiner Zelle aus einen Gang zu graben, wollte ich das am Tage tun. Ich habe dann während des Tages gegraben, bin spät am Abend erschöpft eingeschlafen und wurde am Morgen von dem Wächter geweckt. Das habe ich dir alles schon erzählt. Es ist sonderbar, dass während so vieler Jahre niemals etwas davon bemerkt wurde. Von meiner Arbeit? Nein, Edmond, das ist sogar sehr verständlich. Anfangs habe ich versucht, mich freizukaufen. Ich habe dir schon von meinem riesigen Schatz erzählt. Niemand wollte mir glauben, dass ich tatsächlich einen solchen Schatz besitze. Sie hielten mich für wahnsinnig. Ja, ich weiß. Vor vielen Jahren einmal, da habe ich Ihre Stimme gehört. Man sagte mir, Sie seien verrückt. Einem Verrückten schenkt man weniger Beachtung. Also spielte ich den Verrückten. Jahre und Jahre haben Sie gegraben, um in die Freiheit zu gelangen. Und alle Mühe war umsonst. Als wir uns vor fast 5 Jahren kennenlernten. Das hört sich an, als wären wir uns zufällig irgendwo begegnet. Und sind wir uns nicht zufällig begegnet? Ich stellte Berechnungen an. Ich begann,
einen Tunnel aus meiner Zelle zu graben. Ich setzte all meine Hoffnungen und all meine Ausdauer in dieses Unternehmen. Aber meine Berechnungen waren falsch. Der Tunnel endete nicht in der Freiheit, er endete hier. Hier in deiner Zelle. Ist das etwa kein Zufall? Ja, Fügung, vielleicht. Es ist grausam. Als wir uns kennenlernten, habe ich begonnen, mit dir zu arbeiten. Seit fast 5 Jahren versuche ich, alles, was ich weiß, auch dich wissen zu lassen. Und was ist der Erfolg all meiner Mühe? Ich habe Ihnen eine große Bildung zu verdanken. Sie haben mich in verschiedenen Sprachen unterwiesen. Und vor allem habe ich durch Sie neuen Mut zum Leben bekommen. Na, schon möglich, aber klüger geworden bist du nicht. Abyssalia, warum verspotten Sie mich? Wenn du klug wärst, würdest du fliehen. Hast du niemals an Flucht gedacht? Sie haben mir gesagt, dass Sie krank sind. Sie haben mir gesagt, dass Sie darum nicht an Flucht denken dürfen. Ich sage Ihnen, dass ich Sie nicht verlassen werde. Ich bleibe im Castel Yves. Und wir bleiben zusammen. Nicht mehr lange, Edmund. Ich werde dich schon bald verlassen. Es ist wahr. Ich bin sehr krank. Und wenn ich sterbe, dann bist du frei. Abi, Sie dürfen nicht sterben. Doch, Edmund. Ich darf. Endlich. Und du schweigst jetzt und hörst mir zu. Es bleibt wenig Zeit. Als du mir deine Geschichte erzählt hast, habe ich geschwiegen. Aber nun will ich dir sagen, warum der Staatsanwalt Belfort dich in den Kerker werfen ließ. Sein wirklicher Name ist Nortier. Du solltest einen Brief von Napoleon an Herrn Nortier überbringen. Dieser Nortier ist Belforts Vater. Sie meinen, wie ich vorwusste, dass ich unschuldig bin? Der alte Nortier war ein Freund Napoleons. Wäre das bekannt geworden, hätte Villefort nicht länger im Dienst König Ludwigs bleiben dürfen. Wer hat mich aber bei Villefort angezeigt? Dieser Danglars wollte selbst Kapitän der Pharao werden. Fernand wollte selbst Mercedes heiraten. Du aber wurdest Kapitän und Mercedes liebte dich. Ich nehme an, dass Fernand und Danglars an deiner Verhaftung schuld sind. Danglars und Fernand also? Wenn ich nur frei wäre. Das würde dir nichts nützen, mein Freund. Ohne Geld würdest du weder Villefort noch Danglars oder Fernand auch nur finden. Oder glaubst du, sie sitzen noch immer in Marseille und warten auf dich? Was soll ich tun? Du sollst nicht selber Rache üben wollen, Edmond. Aber du sollst Gelegenheit haben, diese 3 Männer zur Verantwortung zu ziehen. Es geht ihnen nicht gut. Lassen Sie uns morgen weiter. Wenn ich sterbe, wird man mich in ein großes Tuch einnähen. Man wird ein Gewicht daran hängen und mich vom Felsen ins Meer werfen. Wenn es soweit ist, sollst aber du an meiner Stelle sein. Ehe sie bemerken, dass sie uns vertauscht haben, bist du frei.
Los, trink einen Schluck. Ja, so ist gut. Gleich wird dir besser gehen. Nein, nein, bleib liegen. Ganz ruhig. Wer sind Sie? Jacobo. Ich bin Jacobo. Und du? Wer bist du? Ich bin ein maltesischer Matrose. So, ein Matrose. Wenn du ein Matrose bist, dann willst du dich hier nützlich machen. Hab dich schließlich halbtot aus dem Wasser gezogen. Dieses Boot, ist das ein... Ich meine, sind Sie Schmuggler? Ich frage dich nichts. Und du fragst mich nichts, klar? Ja, ich hab's verstanden. Ich kann also auf diesem Boot arbeiten. Auf dieser Nussschale? Unsinn. Auf meinem Schiff sollst du arbeiten. Das ist die Juno Amélie. Sie liegt im Hafen von Marseille vor Anker. Marseille? Und passt dir das nicht? Keine Angst. Auf der Juno Amélie bist du sicher. Was war das? Wenn ein Sträfling ausgebrochen ist, schießen sie vom Kastellrief ein Salve. Kommt aber selten vor. Ach, da ist also einer ausgebrochen. Ein Sträfling. Am besten du nimmst noch einen kräftigen Schluck. Und dann setz dich ans Ruder. Wir müssen hier weg. Ich erkläre dir jetzt, was du zu tun hast. Es war Unsinn, die Kanone abzufeuern. Hab's aber trotzdem gemacht. Der kommt nicht weit. Das sage ich dir. Den fressen die Fische. Und du hast wirklich nichts gemerkt? Saudumme Frage. Wie kann ich was merken? Ich nehme den Sack auf den Buckel und denk mir, der tote AB ist drin und schlepp ihn zum Friedhof. Wieso Friedhof? Du Anfänger. Das Meer ist der Friedhof bei uns. Schon immer. Also ich warf den toten AB Faria auf den Friedhof? Ich denke, das war Edmond Dan. Ja, aber woher soll ich denn das wissen? Dieser Teufelskerl hat den toten AB aus dem Sack geholt und ihn zu sich in die Zelle gebracht. Dann ist er selber in den Sack gestiegen und hat sich totgestellt. Tatsächlich? Es gibt wirklich einen Gang zwischen den beiden Zellen? Jahrelang müssen die gegraben haben. Und immer das Geröll und den Schutt aus dem Zellenfenster geworfen. Jedenfalls bringe ich dem Dant sein Essen und da liegt gar nicht Dant, da liegt der tote AB Faria. Kann ich den Gang mal sehen? Von einer Zelle zur anderen. Musst sowieso mitkommen und den AB zum Friedhof bringen. Los, wir gehen runter. Mein lieber Maximilian, soeben habe ich erfahren, dass die Pharao gesunken ist. Das ist das Ende. Wenn es wirklich so steht, wenn es so ernst ist, Vater, dann werde ich bei dir bleiben. Ich werde nicht reisen. Natürlich wirst du reisen. Marseille ist schlecht für dich. In Paris wird niemand wissen, dass das Haus Morel wahrscheinlich vor der Pleite steht. Wie lange Zeit bleibt uns noch, Vater? Keine mehr, fast keine. Heute ist der? Der 3. Juli. Der 3. Nun ja. Einen Monat wird man sich noch gedulden, aber dann... Vor August also reise ich keinesfalls. Wenn wir bis dahin irgendwie zu Geld gelangen, gut. Wenn nicht, dann bleibe ich. Ich glaube nicht an Wunder, Maximilian. Komm mit in mein Büro. Ich werde dir alles zeigen, die Bücher, die Unterlagen. Jacopo, wir kennen uns nur kurz. 4 Monate genau. Aber bevor wir uns trennen, möchte ich mich bei dir für alles bedanken, was du für mich getan hast. Bedanken? Wofür? Ich habe dich aus dem Wasser gezogen. Was ist das schon? Das ist sehr viel und du weißt es. Ich möchte dir zum Abschied etwas geben, etwas schenken, irgendeinen Wunsch erfüllen, wenn ich kann. Können schon, aber du wirst nicht wollen. Also, was ist es? Ich möchte wissen, was du auf der Insel Monte Cristo zu suchen hattest. Wochenlang allein auf einem einsamen Felsen, mitten im Meer. Ich habe diese Felseninsel gekauft, Jacopo. Zuvor wollte ich feststellen, ob es ein guter Kauf sein würde. Die Insel Monte Cristo gekauft? Das war ein schlechtes Geschäft. Das war ein sehr gutes Geschäft, glaube mir. Wer bist du? Der Graf von Monte Cristo. Bist du nun zufrieden? Für einen Matrosen waren deine Antworten zu schlau. Für einen Grafen nicht schlau genug. Aber mach dir keine Sorgen. Auf mich kannst du dich verlassen. Immer. Danke, Jacopo. Wir werden uns wiedersehen. Sag mir doch... Kennst du ein Wirtshaus, das Pont du Gard heißt? Pont du Gard? Nein.
oder doch? Oh ja, ein runtergekommener Laden ist das. Im dunkelsten Viertel von Marseille. Komm mit, ich zeige es dir. Caderousse! Caderousse! Wo bleibst du? Ah, schrei nicht so, ich komm ja schon. Ich schrei, wann ich will. Stell die Flasche weg, ich muss mit dir reden, nüchtern. Ah, du schreist, wenn du willst und ich trinke, wenn ich will. Ist das klar? Klar ist, dass es nicht mehr so weitergehen kann, verstehst du? Was willst du von mir? Du sollst das Gasthaus verkaufen, ich hab's satt. Gasthaus, Pont-du-Gard. Pont-du-Gard ist eine Kneipe, weiter nichts. Pont-du-Gard hatte einen sehr guten Ruf in ganz Marseille, bevor ich dich geheiratet habe. Jawohl. Ach, lass mich in Ruhe. Das könnte dir passen. Nein, du wirst das alles hier verkaufen und wir werden neu anfangen. Neu anfangen? Neu anfangen? Wie denn und womit? Ach, was weiß ich? Deine Freunde haben's alle zu was gebracht. Warum also du nicht? Geh hin zu ihnen und sag ihnen, sie sollen dir helfen. Na, wer wird mir schon helfen? Irgendwer von früher, Danglars oder dieser Fernand, mir egal, irgendwer. Ich schaff's schon alleine. Hör mir gut zu, Caderousse. Sei ruhig! Sei ruhig. Da kommt jemand. Stell die Flasche weg. Guten Abend. Guten Abend? Was soll's sein, Herr? Ich bin Abbé Busoni. Spreche ich mit dem Schneider Caderousse? Caderousse, jawohl, das bin ich. Sie sind sicher durstig, Herr Abbé. Wir haben da im Keller noch einen vorzüglichen Wein. Ein Glas Wasser wäre mir angenehm, liebe Frau. Was ist das für eine Angelegenheit, von der Sie gesprochen haben, Abbé Busoni? Kannten Sie einen Edmond Dant? Edmond Dant? Ach, den kleinen Edmond, natürlich kannte ich ihn. Wo ist er denn? Wo lebt er? Geht es ihm gut? Er ist tot. Gestorben im Castel Yves. Im Castel Yves? Was haben Sie, Caderousse? Das Castel Yves. Nichts, er hat nichts, Herr Abbé. Nimm dich zusammen und vor allem halt deinen Mund. Was sagten Sie? Nun, meine Frau meinte, es ist besser, an den alten Geschichten nicht zu rühren. Und sie hat ganz recht. Was vorbei ist, ist vorbei. Edmond Dant hat im Kerker einen reichen Engländer gepflegt. Als dieser Engländer wieder in Freiheit kam, überließ er Edmond zum Dank diesen Diamant. Ein Vermögen. Er ist ein Vermögen wert. Nun ja, 50.000 Francs wird man für ihn bekommen. Als Dant starb, war ich bei ihm. Er gab mir diesen Stein und bat mich, ihn zu verkaufen. Ich musste versprechen, das Geld unter seinen drei besten Freunden, seiner Braut und seinem Vater gerecht zu verteilen. Sein Vater ist tot, schon längst. Der Arme, ja. Er ist verhungert. Verhungert? Möchten Sie nicht doch vielleicht einen Schluck Wein? Sie sind ja ganz blass geworden. Kannten Sie den alten Dant? Danglars ist der Name des einen Freundes. Kennen Sie ihn? Dann ist da ein gewisser Fernand. Und der Dritte? Ja? Der Dritte, das sind Sie selbst, Caderousse. Richtig, so ist es. Wir drei waren gute Freunde von Edmond. Nur leider der Neid, Sie wissen ja, Herr Abbé, der Neid macht die Menschen schlecht. Was meinen Sie damit? Nun, Fernand und Danglars haben Dant hinter Gitter gebracht. Das meine ich. Caderousse, du redest zu viel. Sie waren dabei. Ja, ich war betrunken. Ich konnte nichts machen. Der Schnaps war schuld. Verstehen Sie, Herr Abbé? Sprechen Sie weiter. Wo sind diese Herren heute? Danglars lebt in Paris. Er ist durch seine Heirat reich geworden und als Millionär hat man ihn in den Grafenstand erhoben. Und der andere, dieser Fernand? Fernand hat Edmonds Braut Mercedes geheiratet. Als Graf von Morcerf lebt er mit seiner Frau und seinem Sohn Albert ebenfalls in Paris. Der Vater des armen Edmond ist tot. Seine Braut hat ihn verlassen. Seine Freunde haben ihn verraten. Ich war auch sein Freund, Abbé Busoni. Wahrhaftig, das war ich. Eben, das wollte ich sagen. Ich weiß zwar nicht, welchen Anteil Sie an all dem Unglück haben. Keinen, Herr Abbé, keinen. Ein so guter Mann. Der Staatsanwalt wie vor. Wissen Sie auch etwas über ihn? Nichts, gar nichts. Ich hörte nur, dass er als Generalstaatsanwalt ebenfalls in Paris lebt. Dieser Diamant. Wem soll ich nun diesen Diamanten geben?
Wenn sich alles so verhält, wie Sie sagen, Caderousse, so wären Sie der Einzige, dem das Erbe des Edmond Dantès zusteht. Ja, ich weiß nicht. Natürlich weißt du. Du nimmst ihn. Er kann sein Glück noch nicht fassen, Herr Abbé. Darum zögert er. Nicht wahr, Caderousse? Ob es ein Glück ist, ich weiß es nicht. Der plötzliche Reichtum. Aber immerhin nehmen Sie ihn. Er wird Ihr Leben verändern, dessen bin ich sicher. Oh ja, das wird er. Er wird alles verändern. Ich muss nun fort. Ich bin ein wenig in Eile. Adieu. Danke. Danke, Herr Abbé. Ich danke Ihnen. Danken Sie mir nicht, Caderousse. Aber sagen Sie mir noch eins. Was wissen Sie über den Kaufmann Morel? Stimmt es, dass er immer wieder versucht hat, Edmond Dantès aus der Gefangenschaft zu befreien? Ja, das hat er. Aber auch er konnte Edmond nicht helfen. Der arme Morel. Er ist Schiffsräder, nicht wahr? Ja, er war's. Das Schicksal hat ihn hart getroffen. Seine Schiffe hat er alle verloren. Zuletzt sogar die Pharao. Er ist ruiniert, hoffnungslos. Hoffnungslos? Ich hörte, dass er einen Sohn hat, Maximilian. Sie kennen sich gut aus in Marseille, Herr Abbé. Ich habe beste Informationen, das ist alles. Aber ich muss nun wirklich fort. Adieu. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Den sehen wir nie wieder, Caderousse, das sag ich dir. Gib mir den Stein, Carconte. Den Stein behalte ich, dass du's weißt. Gar nichts weiß ich, der Diamant gehört mir. Mach, was du willst, ich nehme ihn mit. Du nimmst ihn mit, wohin, was soll das? Das kann dir gleich sein. Da, nimm die Flasche und trink. Wenn du eine Teufelei vorhast, Carconte, dann bring ich dich um. Das könnte dir passen, du Schuft. Gelogen hast du, weil du den Stein haben wolltest. Du warst kein Freund von Edmond Dantès. Was hast du gemacht, als dein armer Vater verhungert ist, ha? Na sag schon! Was? Los, du sollst antworten! Du musst mir die Wahrheit sagen. Woher hast du das viele Geld? Ich habe es dir schon gesagt, Vater. Es war ein sehr eleganter Herr. Er fragte mich nach dir und meinte, er müsse dich unbedingt sprechen. Es sei dringend. Er hat keinen Namen genannt. Doch, er sagte, er käme vom Bankhaus Thompson und French in Rom. Und weiter? Du warst nicht im Haus und das sagte ich ihm. Er antwortete, er sei in großer Eile. Dann gab er mir diesen Scheck. Maximilian, wenn das alles wahr ist, dann sind wir gerettet. Mit diesem Scheck, mit dieser enorm hohen Summe auf dem Scheck sind wir gerettet. Verstehst du? Ja, Vater, ich verstehe. Aber der Fremde, kannst du dir nicht vorstellen, wer es gewesen sein könnte? Ich habe ihn ja nicht einmal gesehen. Gesehen habe ich ihn schon. Aber ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Er trug einen dieser modernen großen Hüte. Große Hüte, du liebe Zeit. Du hättest ihn nach seinem Namen fragen sollen. Wie kann ich das Geld jemals zurückzahlen, wenn ich nicht weiß, an wen? Wenn er sich wieder meldet, Vater, ich meine der Unbekannte, dann schreib mir nach Paris. Ich wohne dort vorerst bei einem Freund, Albert von Morcerf. Die Anschrift ist Rue Elder 27.